Lydia, kannst du mal bitte herkommen? Ich möchte dir etwas erklären. Oh, kann ich dabei nicht sitzen bleiben? Immer dieser Stress hier. Könntest du jetzt bitte mal herkommen? Oh, ist gut, ich komme ja schon. Was gibt's denn so Wichtiges? Lydia, ich habe uns zwei Walkie-Talkies organisiert. Das ist meine und das ist deine. Und dann habe ich hier auch noch ein Fernglas. Hier habe ich die Sprengleitung und die Zündung. Du musst dann nur noch die Zündung an die Sprengleitung anschließen. Bekommst du das hin, Lydia? Oh Uwe, ich weiß auch nicht so genau, was ist denn, wenn ich da was falsch mache? Lydia, da kann man nicht viel falsch machen. Du brauchst nur den Draht oben auf die Sprengleitung draufsetzen. Und den Zeitschalter musst du natürlich noch aktivieren. Und warum soll ich das jetzt machen? Warum machst denn du das nicht? Lydia, jetzt hör mir mal ganz genau zu. Das ist unsere einzigste Gelegenheit, jemals wieder an das Geld heranzukommen. Und wenn du das machst, ist es nicht so auffällig, als wenn ich das machen würde. Du bist schließlich das Kindermädchen dieser Familie und vielleicht haben sie dich beauftragt, die Blumen im Haus zu gießen. Ist schon gut, Ingo, ich werde es schon machen. Kannst du mir mal das Ding hier erklären? Wenn du mit mir sprechen möchtest, musst du hier an der Seite auf den Knopf drücken. Gehe erst ins Haus hinein, wenn ich dir das okay gebe. Hast du gehört, Lydia? Alles klar, Ingo. Wird schon schief gehen. Bis später dann. Du packst das schon, Lydia. So ein Mist, müssen die ausgerechnet jetzt nach Hause kommen. Lydia, kannst du mich verstehen? Laut und deutlich, Ingo, was gibt's denn? Warte noch einen kleinen Moment, die sind gerade nach Hause gekommen. Alles klar, Ingo. Ich freue mich jetzt auf eine schöne warme Badewanne. Dann werde ich in der Zwischenzeit mir das Spiel anschauen. Mache das, Basti. Lydia, du kannst jetzt ins Haus. Okay, ich melde mich, wenn ich im Haus bin. Lydia muss es dieses Mal einfach schaffen, eine weitere Chance bekommen wir nicht. Jetzt muss ich mich aber beeilen, nicht, dass mich irgendjemand sieht. Gut, so, sie ist schon mal im Haus. Wir müssen nur die Nerven behalten, dann sind wir endlich reich. Das war ja total einfach gewesen, das hätte ja selbst die kleine Lena hingekriegt. Jetzt müssen wir auch erstmal den Tisch hier wegräumen. Vorsichtig die Sprengladung noch aushöhlen. Nein, nicht, dass die mir noch in der Tasche explodiert. Oh, Schwein gehabt, sonst hätte ich mir die Karotten von unten anschauen können. Ingo, hier ist die Lydia. Hallo, Ingo, sag mal, hörst du mich überhaupt? Ja, Lydia, hier ist der Ingo, was gibt es denn? Du sag mal, auf wann soll ich denn die Zündung? Das ist ja merkwürdig, wieso brennt denn drüben Licht? Na nee, dass die es vergessen haben auszuschalten. Ich glaube, ich gehe mal rüber und schalte es aus. Ingo? Ey, Ingo, warum antwortest denn du jetzt nie? Ich stelle den Zeitzünder jetzt einfach auf 22 Uhr. Da kauft der hochmoderne Technik und den tut er sie noch nicht mehr verwenden. Schau mal, Basti, in der Villa brennt Licht. Das ist doch total untypisch für Martina. Du hast recht. Ich glaube, ich werde sie mal anrufen. Scheint keiner ans Telefon zu gehen. Lass uns rübergehen, Basti. Ich versuche es einfach später noch einmal. Lydia? Hallo, Lydia, kannst du mich hören? Wieso müssen die jetzt darüber in dieses Haus gehen? Jetzt muss ich mir ganz schnell was einfallen lassen. Entschuldigung, entschuldigen Sie bitte. Hallo, entschuldigen Sie bitte. Meinen Sie uns? Ja, genau Sie. Es tut mir leid, dass ich Sie so spät noch störe, aber ich hätte mal eine Frage. Sie scheinen ja hier zu wohnen, ein schönes Haus im Übrigen. Ich bin auf der Suche nach einer Traumimmobilie. Ich weiß, es ist nicht der richtige Zeitpunkt und auch nicht der richtige Ort dafür, aber ich habe den Eindruck, Sie haben Ahnung von der Sache. Ach, ist das ein süßes Kätzchen. Ist das Ihres? Ja, das ist unsere Katze, aber entschuldigen Sie bitte, wir wollten gerade losmachen. Bin ich froh, dass ich das so gut hingekriegt habe. Jetzt muss ich auch zusehen, dass ich hier wegkomme.
Oh, es tut mir leid, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Uwe, mein Name. Dann möchte ich Sie auch gar nicht weiter belästigen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Hä? Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Du? Der war echt schräg, aber ich versuche nochmal bei Martina anzurufen. Hoffentlich kommt der Ingo Kleini, der schon so lange auf den warten muss. Oh, wo bleibt denn der nur? Die Warterei geht mir echt auf den Nerv. Na Gott sei Dank bist du endlich da. Wo warst denn du die ganze Zeit? Ich habe die beiden aufhalten müssen. Auf wie viel Uhr hast du den Timer eingestellt? Na, auf 22 Uhr. Du bist ja nie an dein blödes Walkie-Talkie rangegangen. Ja, das ging leider nicht, sonst hätte sie uns gehört. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass alles nach Plan verläuft. Hier geht es jetzt weiter zu noch mehr Videos von der Familie Mattes. Und über den runden Button kannst du mich kostenlos abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst.